Ja, Frag den Mönch. Unsere Reihe in diesem Wintersemester beginnt heute mit unserem ersten Gespräch hier vor Ort in dem wunderschönen Garten von Marienstadt. Und neben mir sitzt Pater Hieronymus, ein Zisterzienser, und der ist der KHG kein Unbekannter, natürlich. Wir fragen ihn, weil wir an einen Mönch besondere Fragen haben und weil wir auch besondere Antworten uns erhoffen. Die erste. Lebe so, dass du gefragt wirst. Ein Zitat, und mit diesem Zitat wollen wir beginnen. Und dieses Zitat ist uns auf unterschiedliche Weise überliefert, auch von unterschiedlichen Personen. Vielleicht möchtest du, Pater Hieronymus, ein wenig dazu sagen. Ja, es ist einmal von Paul Claudel und einmal von Frère Roger, auch ihm wird es zugeschrieben. Ja, worum geht es bei diesem Zitat? Lebe so, dass du gefragt wirst. Also von Paul Claudel kenne ich das Zitat in der Weise. Rede nicht, wenn du nicht gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Und in einer Abwandlung von dem Gründer der Taizé-Bewegung, Roger Schütz, Frère Roger sagte, lebe so, dass du gefragt wirst, das dann mit einem deutlich christlichen Vorzeichen, ja, dass man so das vom Evangelium lebt, was man verstanden hat, es aber so echt und authentisch und gefüllt lebt, dass es eine Ausstrahlung hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Programm, das ein wenig Gelassenheit gibt in der ganzen Sache, wie ich meinen Glauben auch weitergeben kann. Es muss ja kein Tauziehen sein, es muss ja nicht unbedingt ein Ringkampf sein, ja, sondern das kann auch ein wenig mit einer größeren Gelassenheit geführt werden. Zugleich ist es ja ein ganz schöner Anspruch, ne? Dass man sagt, so zu leben, dass Leute einen fragen, dass man gefragt wird. Das ist auch, dahinter steckt schon auch ein Anspruch, ne, an sich selbst, ne, und an die Gemeinschaft, zu der man dann kommt. Ja, ja gut, du hast dich irgendwann mal entschieden, Theologie zu studieren, nicht die Physik, sondern die Theologie. Du hast dich entschieden, Priester zu werden, damals für die Diözese Mainz, und bist dann hier als Zisterzienser gelandet. Und ja, man sieht es dir ja auch an, ja, ihr werdet ja auch humorvoll die wandelnden Zebrastreifen genannt. Also ihr gebt euch auch zu erkennen als Mönche in dieser Welt. Andere Ordensgemeinschaften, gerade auch bei den Frauenorden, treffen heute eine andere Entscheidung. Kannst du vielleicht mal sagen, wie das vielleicht mit diesem Zitat für dich zusammenhängt oder wie du das so bewertest? Ja, also Zisterzienser tragen wie Benediktiner auch einen Habit. Und das hat zum einen natürlich eine symbolische Bedeutung, das kann man ein wenig allegorisch sehen, aber auch eine ganz praktische. Wir kennen von der Tauftheologie ja, wir sollen Christus gleichsam anziehen, ja, als zweite Haut tragen. Wir sollen Christus so um uns haben, dass er uns sehr nah ans Herz geht. Und das, denke ich, drückt das Gewand auch aus. Der Zisterzienser-Habit ist, wie du weißt, ja eine Vereinfachung des Benediktiner-Habits. Also wir haben eigentlich im Untergewand eine nicht gefärbte Schafswolle, deswegen weiß. Und das Skapulier ist mit der Zeit aus praktischen Gründen, weil wir viel auf dem Feld waren, als Zisterzienser, dann dunkel geworden. Ja. In dem Ganzen spiegelt sich schon auch wieder, was bei den evangelischen Räten als der evangelische Rat der Armut gilt. Ja. Also es kommt da nicht auf Markenlabels an. Ja. Wir tragen keine Markenklamotten. Wir haben auch nicht die Qual der Wahl. Wir tragen das, was der Einfachheit eines Lebensstils entspricht. Auf einmal gewinnt der ganze Aspekt auch eine enorme Freiheit. Ja? Weil so zu rumlaufen ist nicht nur zeitlos, vielleicht zeitlos schick, sondern auch befreit von anderen modischen Strömungen, von anderem Druck. Ich kann mich jetzt ganz praktisch daran erinnern, dass du immer sehr genau wusstest, für welchen Anlass kleidet man sich wie. Ja, es ist keineswegs so, du bist auch schon mal natürlich auch mit Collar aufgetragen, aber auch mal aufgetreten, aber auch mal ganz anders. Ne? Also das war schon bei dir, die ganze Bandbreite, sich auszudrücken, so Verkleidung war bei dir schon da. Ne? Das erinnere ich mich gut. Aber du sagst ganz klar, es ist ein Stückchen Befreiung. Ja? Fiel es dir denn schwer, dass du sagst, meinen vollen Kleiderschrank da zurückzulassen? War das schwierig oder ist das nur das typische Denken einer einer Frau? Also ich habe mit Wehmut Dinge zurückgelassen und ich habe Dinge freiwillig und auch freimütig abgeben können. Ja. Die Kleider gehörten jetzt nicht zu meinem schwersten Opfer. Ja. Also da habe ich ein Paket von Freundschaften, ein Paket von gewachsenen Beziehungen, die ich sehr gerne pflege.
und gepflegt habe, aus denen ich sehr stark gelebt habe, mich auch ein wenig definieren konnte im guten Sinne. Und das abzugeben, ist ungleich schwerwiegender als jetzt die und die Lieblingshose, der und der Lieblingsanzug. Ja, du hast gerne Freundschaften gepflegt, sie gehören zu dir und es ist ja auch mit dem Zeichen dafür, dass wir dich, Tobias und ich, dich heute hier besuchen dürfen. Na klar, das verstehen wir auch und freuen uns auch drüber. Ja? Gut, die Entscheidung, Mönch zu werden, ist natürlich in der heutigen Zeit schwer zu vermitteln, vielen Menschen vielleicht auch gar nicht zu vermitteln. Nun sind es gerade ausgerechnet die Zisterzienser geworden. Vielleicht möchtest du uns ein bisschen nochmal was zu deren Ausrichtung so sagen. Dir war es wichtig, auch ein Zeugnis zu geben, Glaubenszeugnis. Sind denn die Zisterzienser nicht eher die, die sich immer an den am wenigsten sichtbaren Ort zurückziehen? Wie sieht es denn damit aus in eurem Orden? Die Zisterzienser fühlen sich ihrer Tradition verpflichtet, soweit ich weiß. Und das ist schon auch eine eigene Definition des Verhältnisses von Welt und Kirche. Die Zisterzienser haben aber das große Plus, dass sie nicht ins Sekundäre abrutschen wollen. Also dieser Rückzug von der Welt dient eigentlich der Konzentration. Die Kontemplation dient zu einer verstärkten Aktion. Es ist also nicht eine Weltverneinung, es ist keine Weltabwesenheit, keine Entsagung von all dem, was Leben ausmacht, sondern eher eine Konzentration. Zu deiner Frage, Zisterzienser sind auch im 21. Jahrhundert deswegen attraktiv, weil sie in einer großen Entschiedenheit dem Heiligen folgen und weil sie mit ihrem täglichen Stundengebet da ein unverfügbares geistiges Leben an den Tag stellen, der nicht zur Debatte steht. In der Regel des heiligen Benedikt heißt es, dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Wie oft ist der Fall, dass wir anderes dem Gottesdienst vorziehen? Hier haben wir mit diesem Orden eine Struktur gegeben, die dieser großen Maxime auch Rechnung trägt. Und wenn man glaubt, dass geistiges Leben und Gebet den Menschen verändert, wenn man glaubt, dass auch durch das Gebet Christus spricht, wenn man sich dem Glauben anschließt, dass Beten ein Ausdruck des Glaubens ist, jenseits von unnötigen Debatten, jenseits von einem Abrutschen ins Sekundäre, in einem Verfangen in Strukturen, hat das für mich eine besondere Anziehung gehabt, zweifelsohne, bis zum heutigen Tag, bis jetzt. Ja, das ist schön. Also das freut mich natürlich, dass du deinen Entschluss auf gut Deutsch bejahst und dass das dir wichtig ist. Aber ich weiß natürlich auch von dir, dass du, wie gesagt, du bist eher mal so die Eule als die Lerche. Das heißt, du bist ein Nachtarbeiter. Das werden ja viele Geisteswissenschaftler im Laufe der Zeit. Und das ist nicht immer leicht, so morgens um 5 rauszukommen. Wie geht man damit um? Also heißt es dann, es muss sein? Oder darf man auch mal sagen, ich habe heute verschlafen? Wie geht das ganz praktisch in so einer Gemeinschaft? Also das Stundengebet ist nicht verhandelbar. Das Stundengebet ist verpflichtend. Einfach das so auf die leichte Schippe zu nehmen, auf die leichte Schulter, das ist, glaube ich, hier nicht drin. Da werden dann auch die Oberen und die geistlichen Leiter auf einen zukommen, wenn sie merken, dass man dazu nachlässig ist. Es ist eine Frage des Rhythmus, eine Frage der Selbstdisziplin auch. Kann ich mir vorstellen, Um 5.15 Uhr geht der Wecker. Auch an den geliebten Tagen von Samstag oder Montag, wo man als Pastoraler auch mal ein wenig Zeit haben können, Dinge zu verarbeiten oder auch ein bisschen länger zu schlafen. Ja, gut. Ich höre immer nur, dass die weiblichen Orden manchmal noch früher aufstehen. Also zumindest, glaube ich, bei den Benediktinern ist es so, dass da die Frauen früher aufstehen als die Männer. Ne? Und auch daran ist ja interessant, wie sich das mal entwickelt hat. Aber in jedem Fall ist es schon arg früh. Und dann wird es ja auch bei euch recht kalt im Winter. Also in dieser Kirche morgens, das ist schon eine Herausforderung. Ne? Ja? Wie begegnest du der? Dich besonders warm anziehen oder vorher schon mal einen warmen Tee trinken? Oder wie macht man das? Also der Westerwald ist eigentlich was für hartgesottene Burschen. Andere sollen da lieber nach Freiburg.
oder in dem Breisgau, der wärmsten Gegend Deutschland, meine ich zumindest. Ja, es ist schon ziemlich zügig, schon ziemlich kalt. Zum Mönchsleben gehört, und das macht schon auch die Tiefe dieser Frage aus, schon auch eine gewisse Entbehrung und etwas, was in die Richtung der Selbstdisziplinierung geht. Ja. Wenn es um Disziplin geht, wird es immer ungemütlich, ne? In der Regel. Ja, das fällt uns allen nicht so leicht. Und sich schon gar selbst zu disziplinieren, ist wahrscheinlich immer recht schwierig. Ja? Aber ist klar, es gehört zu deiner Lebensform. Du hast sie freiwillig gewählt. Und bis jetzt stehst du noch ganz oder sitzt ganz gesund und zufrieden vor uns oder vor mir. Und ja, dann habe ich noch ein paar weitere Fragen an dich. Aber die kommen gleich.